Good evening, here's the BBC talking to you right from London. Schwarze Tasten, weiße Tasten, Finger, die darüber hassen, vom Foxtrot bis zum Tango oder Reg. Hohe Töne, tiefe Töne, bitte nicht daneben klönen, dann ist man sofort vom Fenster weg. Hier spricht Berlin, Radio Foxhaus. Vergessen Sie zu Hause nicht, Ihre Antenne zu erden. Ich bin so scharf auf Erika, wie Kolumbus auf Amerika. Ich steig mit ihr ins Segelboot, fahr hinaus mit ihr ins Abendrot. Gnädige Frau, darf ich gestatten? Wenn Robert Kreis so galant auffordert, könnte es zum Tanz auf dem Vulkan werden. Der virtuose Grenzgänger zwischen Kabarett, Chanson und Schlager macht alles mit derselben Leidenschaft. Sein Herz schlägt für die 20er Jahre. Das Zwangskorsett wurde abgelegt nach dem Ersten Weltkrieg. Die Leute haben sich wie in Explosion, wie in Eklat haben die Leute, haben sie sich befreit von bestimmten Jochs, worunter sie lebten, auch in Keuschheit und so. Die 20er Jahre waren sehr revolutionär in der Mode. Das Bein wurde freigelegt bei den Frauen, es gab schwere Dekolletés, es kamen sehr moderne Linien, es gab moderne Wohnblöcke, so wie wir heutzutage auch noch bauen, eigentlich im Grunde genommen. Die ersten Ansätze waren damals da. Und weil die politische Lage so schlecht war, haben die Leute einfach gelebt. Die haben so intensiv gelebt, die wollten da raus aus all die Elend von dem Ersten Weltkrieg. Du, sagst mir das Du-du-du-du, wann kommst du das Du-du-du-du zu mir? Aber ich warte auf dich auf jedem Rendezvous. Immer zu, aber du sagst ab und wieder zu. Du-du-du-du-du, sagst mir das Du-du-du-du, wann kommst du das Du-du-du-du zu mir? Kommt es? Die meisten haben sich totgelacht damals. Die wilden 20er. Hätte Robert Kreis sie gerne selbst erlebt? Ich hätte gerne mal heimlich zugeguckt, ja. So durch ein Schlüsselloch, wie das damals war, ne? 1949 wurde er auf der Insel Java geboren, damals holländische Kolonie. Die Liebe zur Musik hat man ihm quasi in die Wiege gelegt. Seine Oma war Jazzpianistin und Chefin eines Damenorchesters auf Luxusdampfern. Mit 16 Jahren wollte ich nicht mehr studieren, habe ich gesagt, ja, was mache ich? Und dann kam meine Mutter war eine sehr moderne Frau, geschiedene Frau übrigens, wir waren mit meinem Bruder, sie und ich, also waren wir drei von der Tankstelle damals und hat gesagt, na, Rob, geh um die Welt, also musste an in Rotterdam, Holland-Amerika-Linie, das habe ich dann gemacht und dann war ich wieder auf Schiffen und da habe ich dann so aus Spaß Klavier gespielt für den Passagieren und so ist mein Beruf spielenderweise buchstäblich entstanden. Mittlerweile steht er seit 25 Jahren auf der Bühne und seine Verwandlungsfähigkeit ist atemberaubend. Guten Morgen, ihr Kinder der leichte Muse, seid ihr alle ausgeschlafen? Ja. Meine Tochter, meine Tochter, meine Tochter. Sein Repertoire wird von Jahr zu Jahr größer. Kreis hat 7000 Schellack-Platten und jede Menge Noten und Texte aus den 20er Jahren gesammelt. Mit Vorliebe gräbt er Unbekanntes aus. Berühmte Ohrwürmer interessieren ihn weniger. Miese Zeiten, wo man hinhört, wo man hinschaut, lauter Pleiten. Wenig Leute kann man heute im Theater sehen. Selbst der Bundeskanzler Schröder muss bald stempeln gehen, hat er verdient. Ich möchte mich wirklich bedanken für all die wunderbaren Jahre, dass mein Publikum mich treu gewesen ist und immer zu meinen Vorstellungen gekommen ist. Ich bedanke mich bei Ihnen, weil dadurch war ich in der Lage, mich immer weiter zu entwickeln und immer neue Raritäten aus dieser Zeit auf der Bühne zu präsentieren. Meine sehr verehrten Zuhörer zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, Sie hatten einen guten Empfang.